liebe Geschwister im Islam, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran über die Gefährten unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und über jeden, der es mit seiner Religion ernst meint. Min al-mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaihi. Unter den Gläubigen gibt es Männer, die das eingehalten haben, was sie Allah subhanahu wa ta'ala versprochen haben. Liebe Geschwister im Islam, vor einigen Wochen, noch vor dem Eid, vor der Hajj, haben wir mit einer Reihe über die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam begonnen. Und wir hatten zwei Predigten Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu gewidmet. Im Anschluss dazu haben wir in einer Predigt begonnen über die Biografie des Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Umar ibn Khattab, zu sprechen. Und wie gesagt, wie ich es schon von Anfang an gesagt habe, selbst 10 Khutbah würden nicht ausreichen, um die Biografie dieser Sterne, um die Biografie dieser Leuchttürme vollständig und ausreichend behandeln zu können und dieser gerecht zu werden. Sie würden nicht ausreichen. Jedoch versuchen wir, durch einige Ereignisse und durch einige Vorfälle aus ihrem Leben aufzuzeigen, was es für Menschen gewesen war, was sie für eine Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala gehabt haben und eingenommen haben. Warum sie diese Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala und bei unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam einnehmen konnten. Und das ist ja die wichtigste Frage überhaupt. Wie haben sie diese Stellung erreicht? Wenn wir das wissen, dann können wir sie uns zu Vorbildern nehmen und versuchen, denselben Weg zu beschreiten, den sie auch beschritten haben. Um dieselbe Stufe oder die werden wir niemals erreichen, zumindest eine ähnliche Stufe zu erreichen, wie sie sie erreicht haben. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir über Umar ibn Khattab weiterreden und den Rest aus seinem Leben versuchen vorzutragen, so gut es geht, in dieser kurzen Zeit. Und damit diejenigen, die nicht da gewesen waren, und es ist ja auch schon eine längere Zeit her, ungefähr wissen, was wir beim ersten Mal über Umar ibn Khattab gesagt haben, werde ich eine kurze Zusammenfassung geben. Wir hatten zunächst erst einmal über die Konversion, also über das Eintreten von Umar ibn Khattab in den Islam gesprochen. Und wir haben gesagt, dass Umar ibn Khattab durch den Segen des Bittgebetes, des Duas von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam die Rechtleitung von Allah subhanahu wa ta'ala erhalten hat. So hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam eines Tages gesagt, Allahumma a'izzal islama bi ahabbi hadaini rajulaini ilayk bi Abi Jahl au bi Umar ibn Khattab. O Allah, stütze den Islam durch einen der beiden Männer, die du lieber hast. Abu Jahl, Amr ibn Hisham, oder Umar ibn Khattab. Und wer der beiden war, bei Allah subhanahu wa ta'ala höher angesehen, Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Und auf die Geschichte, wie er dann Muslim geworden ist, möchte ich nicht nochmal genauer eingehen. Wir haben einige Eigenschaften, einige wichtige Eigenschaften, die Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ausgemacht haben, erwähnt gehabt. Wir haben gesagt, dass eine seiner wichtigsten Eigenschaften, die er besaß, die Entschlossenheit gewesen war. Sich für das einzusetzen, was er für richtig hielt. Dies tat er vor dem Islam und wollte auch aus diesem Grund den Propheten sallallahu alaihi wasallam umbringen. Und dies tat er auch nach dem Islam. Und er hat sich vollständig und ganzheitlich für den Islam eingesetzt. Der Islam ist zu seinem Leben geworden.
Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist die Person geworden, die er am liebsten hat. Und deswegen sagt auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Umar oder über Umar ibn al-Khattab: Inna Allah ja'ala al-haqqa ala lisani Umar wa qalbi. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Wahrheit auf die Zunge von Umar ibn al-Khattab getan und auf sein Herz. Allahu Akbar. Was muss das für ein Mann gewesen sein? Und wie gesagt, er liebte den Propheten sallallahu alaihi wasallam über alles. Auch eine seiner wichtigsten Eigenschaften. Und wir hatten die Geschichte erwähnt, wo er zum Propheten kam und ihm sagte: Ich liebe dich mehr als alles andere auf dieser, außer als mich selbst. Und zum Schluss sagte er dann: Jetzt liebe ich dich mehr als mich selbst, o Gesandter Allahs. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm sagte: Und jetzt hast du einen vollkommenen Glauben erreicht, O Umar ibn Khattab. Ein Zeugnis vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er den vollkommenen Glauben und die absolute Liebe des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erlangt hat. Und wir haben, liebe Geschwister im Islam, auch über das Wissen von Umar ibn Khattab gesprochen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sah eines Nachts ein Traumgesicht, eine Ru'ya. Und in diesem Traum sah er, wie er einen Becher voller Milch bekam. Und er trank aus diesem Becher. Bis, wie er es gesagt hat, hatta inni la ara riya yakhruju min affari, au fi affari. Zwei verschiedene Versionen dieses Hadithes. Bis ich sogar die Stillung des Durstes aus meinen Fingern gehen gesehen habe. Und dann, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, habe er in diesem Traum Umar ibn Khattab den Rest der Milch, der in diesem Becher geblieben ist, gegeben, woraufhin er dann daraus getrunken hat. Und die Sahabe fragten ihn: O Gesandter Allahs, wie interpretierst du dieses Traumgesicht? Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Das ist das Wissen. Allahu Akbar. Mit anderen Worten, Umar ibn Khattab hat etwas vom Wissen des Propheten sallallahu alaihi wasallam bekommen. Ja, Umar ibn Khattab hat eine sehr hohe Stufe im Wissen erreicht. Eine sehr hohe Stufe. Und das kann man erkennen in seiner ganzen Biografie. Insbesondere als er Kalif geworden ist, hat er Dinge getan, die für einige Menschen eigenartig aussahen und sogar augenscheinlich als eine Handlung gegen die Scharia aussah, wie zum Beispiel, dass er eine Zeit lang die Hadsch-Strafe für die Diebe aufgehoben hat, und zwar in dem Jahr des Hungers. Das heißt nicht, dass er es vollständig aufgehoben hat, diese Strafe, dass die Hand abgehackt wird, wenn man klappt. Nein, er hat es nur für eine bestimmte Zeit getan, weil er wusste, die Leute tun das aufs Not. Das ist eine Ausnahmesituation. Und viele andere Dinge, die er wegen während seiner Zeit als Kalif getan hat, die darauf hindeuten, dass er die Scharia wirklich verstanden hat. Dass er ein fundiertes Wissen hatte. Dass er wirklich einen Teil des Wissens von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekommen hat.